Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Grinding-Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, die meisten unter euch werden schon mitbekommen haben, oh Gott, die Optik, Christian, das ist irgendwie alles ein bisschen anders jetzt. Leute, kommen wir im Rahmen dieser Ausgabe auch ein bisschen dazu, was sich jetzt hier so ein kleines bisschen verändert hat. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal als allererstes hier einfach mal in so ein Match rein. Ich muss dazu sagen, in der RTG jetzt, die ist echt nicht einfach. Also für mich ist sie jetzt wirklich nicht einfach. Wir sehen hier, ich bin bei Brock Lesnar mit 55 Punkten. Ne? Und ihr wisst, ich habe einen Zerstört Plus Deck. Und ich komme jetzt hier wirklich halt auf Zerstört Plus Gegner mit Filtern. Ansonsten sind es halt wirklich Zerstört Plus Plus Gegner. Und das ist echt heftig, Leute. Also das gebe ich ehrlich zu. Den Gegner werde ich mir jetzt mal nicht antun. Wir filtern mal ganz kurz einen, der nicht so viel Kämpfe hat, Leute. 13.000, mit dem können wir es doch mal aufnehmen. Ja, ich sag ganz ehrlich, die RTG wirklich nicht so einfach für mich. Und ich habe es mir ehrlich gesagt auch schon ziemlich abgeschminkt, dass ich mir den guten Andre the Giant holen werde, weil das wären wirklich zwei komplette Karten, dann wären das dann, denke ich mal, fast ein Zweier-Grind werden, also so zumindest, wie ich es jetzt so einschätze. Und da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf, Leute. Falls ihr das gerade gesehen habt, ich habe da so einen Unterstützer gehabt jetzt, hier auch von diesem Robert, wie hieß der, Schumann oder Schumacher, was weiß denn ich. Gibt's einen QR-Code für, der ist natürlich bei Facebook und Twitter gestern übelst rumgegangen, falls ihr das noch nicht haben solltet, weil ich vergesse es bestimmt garantiert eh, das Ding hier einzublenden, geht mal wirklich auf den Kanal vom Marcinho oder vom Berliner Jung, sei es jetzt hier auf YouTube oder auf Twitter, die haben die Dinger auf jeden Fall auch nochmal als Bild dort veröffentlicht, da habe ich sie natürlich dann auch her und deshalb Leute, stattet den guten Kollegen da ruhig mal einen Besuch ab, die denke ich mal euch da weiterhelfen können mit dem QR-Code, weil ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe bei der Bearbeitung, das Bild dann noch rauszusuchen, einzufügen. Ich weiß, das ist nicht viel Aufwand, aber wir kommen gleich noch ein bisschen dazu, was hier irgendwie ein bisschen anders ist, ne? Also auf jeden Fall, der Kampf läuft erstmal soweit. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ihr seht's, die Optik ist anders. Ich nehme jetzt hier auch wirklich mein gutes Rode Mikrofon, was ich mir extra geholt habe, jetzt auch für die Supercard und Grinding-Ausgaben. Ganz einfach, dass die Qualität dort ein kleines bisschen besser wird jetzt. Das Ding ist nämlich folgendes. Ich hatte euch ja an anderer Stelle mal erzählt gehabt, dass wir ja mit meiner Frau eventuell, was heißt eventuell, auf Wohnungssuche sind. Und wir hatten ja jetzt einen Termin gehabt und da wurde uns eigentlich ziemlich schnell der Zahn gezogen, dass das so schnell jetzt nicht klappen wird. So, was war die Quintessenz da draus? Naja, Leute auf Twitter haben es auch schon gesehen gehabt, dass ich, dass wir uns dann nur so einen neuen Katzenbaum gekauft haben. Weil man sich irgendwann sagt, ja, wir wollten aber irgendwie ein bisschen was anders machen und jetzt so lange warten, bis man dort was ändert oder was weiß ich. Schaffe ich das jetzt hier Kraft? Ich sehe gerade das hier bei meinem neuen Bildschirm, dass ich das nicht erkannt habe gerade, die Zahl. Das ist doch so ein bisschen schwammig. Das ist nämlich so das Ding. Wir haben dann uns halt gesagt gehabt, okay, wollen wir jetzt irgendwie was ändern, jetzt wegen Möbel und so, weil wir natürlich umziehen wollen und du weißt ja nie, wie ist die neue Wohnung geschnitten und wie kannst du die Möbel dort stellen. So, jetzt haben wir uns trotzdem dazu entschlossen und haben gesagt, komm, scheiß drauf, wir holen uns den Katzenbaum und ich wollte ja auch an meinem YouTube Aufnahmesetting ein bisschen was ändern. Sprich, in meinem kleinen Zimmer, was ich jetzt hier habe, wo ich auch die YouTube-Aufnahmen mache, wollte ich natürlich noch, ich mache jetzt übrigens 6er-Matches, Leute. Also das wird mir hier wirklich zu dumm, gerade jetzt beim Grinding, weil gerade heute wollen wir auch ein bisschen mehr dann doch noch miteinander reden. Und ja, auf jeden Fall dann hier Schreibtisch geholt gehabt. Ich wollte halt einen zweiten Monitor gerne haben, den ich sowohl halt für meine Let's Plays, also für das Gaming besser nutzen kann, wo auch einfach die Optik ein bisschen besser ist. Ich hatte hier in dem Zimmer einen Fernseher gehabt, das war, also der ist ja noch da, das ist halt so ein normaler Full-HD-Fernseher, der aber qualitativ dann doch schon, naja, jetzt einfach nicht so gut ist. Und wollte gerade für die Let's Plays, und weil ich es wirklich mehr mag, so lieber näher am Fernseher zu sein, also am Monitor jetzt, als jetzt weiter weg zu sitzen und dann ist der halt größer. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe es halt jetzt wirklich, ich liebe es jetzt gerade schon, also ich weiß es jetzt schon zu schätzen, dass hier einfach dieser Schreibtisch da ist. Ich kann hier meine Tasse mit meinem Kaffee in Ruhe abstellen. Das hatte ich nun mal vorher in meinem kleinen Kabuff hier nicht, weil ja natürlich der Plan, wo dieses Zimmer ursprünglich mal so vorbereitet wurde, der Plan war natürlich nie der gewesen, dass hier irgendwann mal YouTube-Aufnahmen gemacht werden.
Und irgendwann muss man dann natürlich gucken, wie macht man das. Ja, und deshalb zweiten Monitor geholt, was gerade auch sehr wichtig ist für Streams. Ich habe das so oft auch in Streams selber schon angesprochen gehabt, dass mich das genervt hat, weil ich wirklich alles, ich arbeite ja komplett mit dem Laptop jetzt, was sowohl das Aufnehmen, das Schneiden und so weiter angeht. Und das ist zwar hier so ein 19-Zoll-Ding, also das ist ein großes Apparillo-Moped, also jetzt für einen Laptop gesehen jetzt. Aber trotzdem, wenn man jetzt so streamt, man hat so viel Fenster offen gleichzeitig. Und da habe ich mir dann halt wirklich irgendwann schon gemerkt, sehr schnell eigentlich gemerkt, dass ich halt einen zweiten Monitor brauche. Und ja, und jetzt war dann halt so die Zeit, wollte man halt wirklich alles erst nach dem Umzug machen. Aber wir haben das, so typische Hauruck-Aktion, so aus dem Bauch heraus entschieden und haben dann halt jetzt diese Einkäufe schon getätigt. Und ich habe da jetzt einen ordentlichen Schreibtisch hier, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste vom Besten, weil, naja, weil man will ja jetzt auch nicht gleich so übelst das brachiale Ding hier holen, weil man halt nicht weiß, was in der neuen Wohnung ist. Aber was mir halt wichtig ist, der Schreibtisch ist da, ich kann da meinen Laptop in Ruhe draufstellen, der zweite Monitor steht da, ist auch noch Platz für die Kamera jetzt, also für meinen Camcorder. Ich nehme ja, wie gesagt, Audio und Video, also zumindest mein Gesicht jetzt immer noch extra auf. Und schneide das dann halt im Nachhinein zusammen, weil ich das halt nicht so mag, alles gleichzeitig im OBS aufzunehmen. Was jetzt nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass es qualitativ nicht so gut ist, sondern mir geht es eher darum, ich habe gerne so ein bisschen den Freiraum, also so ein bisschen die Flexibilität, was Audio- und Videospur einzeln so angeht, weil das ist mir auch selber schon passiert bei irgendeiner OBS-Aufnahme, dass aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht warum, dass Audio und Video auf einmal nicht mehr synchron waren, ne? Und so, wenn du es halt extra aufnimmst, hast du halt wenigstens so die Möglichkeit, dahingehend noch ein bisschen was zu machen und ein bisschen zu intervenieren, ein bisschen zurechtzuschieben und ganz einfach eventuelle Fehler, dass du die halt irgendwie selber händisch noch ändern kannst. Ne? Also das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das extra aufnehme. Ja, und deshalb jetzt dieses Setting. Ich bin, also ich sag's ganz ehrlich, so mit der Kameraposition, wie sie jetzt ist, noch nicht ganz zufrieden. Das Problem ist aber halt dadurch, dass ich mit dem Camcorder aufnehme und selbst der minimale Zoom ist trotz alledem noch sehr nah. Und ja, das sind alles so Feinheiten, Leute. Das sind Kleinigkeiten. Ich denke mal, die werden uns jetzt auch in so einem Format wie so einer Grinding-Ausgabe jetzt nicht so mega stören. Hauptsache, wir kommen ein bisschen ins Gespräch und können ein bisschen labern. Aber es ist wirklich das allererste Video, was ich jetzt hier mit diesem neuen Setting jetzt quasi aufnehme. Und wie gesagt, ich weiß es jetzt schon irgendwo zu schätzen. Ich freue mich bereits jetzt schon, wenn ich meine ersten Let's Play Videos hier aufnehme. Das wird definitiv bei weitem angenehmer jetzt werden. Also das ist definitiv Fakt. Ich muss halt nur gucken, riesengroßes Problem, deshalb ist mir nämlich auch gerade so warm, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Riesengroßes Problem ist die Beleuchtung. Ich hatte ja meine zwei Softboxen gehabt, die sehr, sehr groß waren und auch ein riesengroßes Stativ haben, zumindest die Füße, die unten waren. Das waren halt so eine Softboxen, wie sie zum Beispiel auch Fotografen im Studio benutzen. Platztechnisch geschuldet passt das jetzt durch den Schreibtisch hier nicht mehr rein. Bin ich ganz ehrlich, war Vorüberlegung jetzt vielleicht nicht so gut gewesen. Ne? Demzufolge habe ich jetzt nur eine Softbox hier rechts von mir und nutze jetzt in irgendeiner Form links von mir das Licht, weil halt Tag ist und hier Tageslicht halt reinkommt, dass ich das so mache. Beleuchtung ist wirklich nicht perfekt, also mich persönlich stört es. Es gibt viele Leute, die da so ein bisschen drüber wegschauen und sagen, ach komm, so wichtig ist das nicht. Ich habe trotzdem, glaube ich, einen Weg gefunden, wie ich das für mich noch lösen kann, und zwar werde ich mir jetzt in naher Zukunft hier so eine LED-Ringleuchte für den Tisch werde ich mir besorgen, dass ich da dann halt wirklich hier so vor mir die Beleuchtung habe, die dann frontal auf mich kommt, und so eine Ringleuchte hat halt das Positive, dass es halt nicht nur strahlmäßig nach vorne strahlt, sondern auch so ein bisschen zu den Seiten weg. Und das will ich mir halt noch so zulegen jetzt, und dann bin ich eigentlich ziemlich gut. Dann freue ich mich, dann ist das erstmal alles so, wie ich mir das vorstelle. Natürlich ist immer noch Luft nach oben, man könnte kameratechnisch noch was ändern, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Also ich sage mir immer, es ist Hobby und das soll es auch bleiben. Aber man will es natürlich für sich persönlich auch möglichst angenehm gestalten. Ne? Ja, so viel einfach mal dazu, warum das jetzt hier so ein bisschen andere Optik ist, warum das so ein bisschen anders aussieht, dass ihr ganz einfach da mal ein bisschen Bescheid wisst. Ich muss mir, ich merke das nur gerade, tierisch abgewöhnen, weil ich habe jetzt hier meinen neuen Monitor, wo ich halt Supercard drauf spiele, wo ich gerade merke, dass ich da definitiv bei den Anzeigeeinstellungen noch was ändern muss.
Und habe jetzt hier so, steht halt mein Laptop, wo die Audiospur nebenbei läuft. Und ich hier bin so in, ich habe so einen Kontrollzwang, weil ich halt so schon so oft Probleme mit Audiospuren und sowas hatte, dass ich da dann immer so einen kleinen Blick dahin mache und so gucke, oh Gott, nimmt er jetzt gerade richtig auf und so. Und das ist natürlich blöd, wenn ich dann hier Video aufnehme und ich gucke dann immer da drüber hin. Ach, naja. Leute, das sind alles Kleinigkeiten, ne? Und auch ich bin auch immer wieder in einem Wandel drinne. Man will irgendwie was verbessern, man will was anders machen und was weiß ich denn nicht. Und da... Es ist halt immer alles ein Weg, den man halt beschreitet. Und das ist ein Weg, den wir zusammen gehen. Das ist natürlich dann auch immer, bin ich auf Kritik, konstruktive Kritik natürlich, sei an der Stelle erwähnt. Oder halt Vorschläge eurerseits bin ich natürlich auch immer ein bisschen angewiesen. Ich hatte auch letztens, das war das gestern gewesen? Ich glaube gestern, bei Twitter das rausgehauen gehabt, dass wir halt über... insgesamt jetzt auf dem Kanal 1,2 Millionen Aufrufe geknackt haben. Das Ding ist, ich habe auf diese Gesamtview-Zahl irgendwie nie so drauf geachtet. Ich habe das dann nur gesehen, wo ich dann halt mal bei meinem Kanal Beschreibung habe ich so mir nochmal durchgelesen, ob ich das vielleicht mal ändern möchte und da steht das ja dann auch mit diesem Gesamtviews und da habe ich das dann so gelesen und mir so gedacht, holy moly! Wahnsinn, ne? Weil es ist gar nicht so lange her, wo wir die 1 Million hatten. Das habe ich natürlich mitgekriegt, weil auch sehr viele von euch mir dann direkt geschrieben haben. Und geile Nummer. Geile Nummer, Leute. Und ja, und das ist einfach Wahnsinn, was so in diesen 2 Jahren, also es sind jetzt so knapp 2 Jahre, die wir jetzt hier alle so am Start sind. Das ist echt cool. Also freue ich mich wie die Sau drüber. Und das ist dann halt auch irgendwie, wenn man jetzt mal so reflektiert und so zurückdenkt, ziemlich krass, wenn man da jetzt bedenkt, oh Gott, und jetzt ist trotzdem wieder was Neues. Hier Mikro neu, hier das Setting neu, neuer Bildschirm und wie macht man's? Und ach, das ist halt, es wird nie langweilig. Es ist halt immer irgendwie, machst du was anders. Und das finde ich aber toll. Das macht die Sache irgendwie so ziemlich interessant. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, ziemlich interessant und neu. Jetzt wollen wir langsam auch mal so ein bisschen zu Supercard hier kommen. Wir haben ja jetzt die WrestleMania 35 Deckstufe, ne? Ziemlich geiles Ding, es war für mich auch ziemlich krass zu sehen, wirklich wie viele von euch bei dieser WrestleMania 35 Quest dort tatsächlich 2 WrestleMania 35 Karten oder so rausgekriegt haben. Viele dabei, die mir auch schon geschrieben haben, dass sie ein Pro haben und was weiß ich nicht. Das ist natürlich, richtig krasse Nummer, erst recht jetzt hier so zum Beginn dieser Stufe, ne? Jetzt kommen hier auch schon zerstört Plus-Gegner bei den Sechsern, ne? Du ahnst es nicht. Ja, also wirklich, wie gesagt, also ich werde es mir definitiv nicht antun, mir Andre the Giant hier zu holen. Ich könnte auch definitiv in der RTG auch schon ein bisschen weiter sein. Dem ist aber halt nicht so, weil ihr kriegt es ja mit. Gestern war hier großes Umräumen und Umbauen angesagt. Ich habe auch Muskelkater wie Sau, ich bin irgendwie nicht mehr gewohnt. Aber, naja, so ist es halt. So ist es halt. Jetzt will ich das hier aber auch mal nutzen. Jetzt trink mal erstmal einen Schluck Kaffee zusammen. Ich nehme das ja immer vormittags bzw. frühs auf. Ah. Ich bin auch so ein Kaffee-Junkie, ne? Ja. Und wie gesagt, ich werde es mir wirklich, denke ich mal, ich hoffe wirklich, ich schaffe es, noch geben, mir Luke Gallows auf WrestleMania 35 zu holen. Könnt ihr mir aber vielleicht vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so richtig wird. Ich werde es sehen. Werde sehen, wie weit ich mit Sechsern komme, weil man darf wohl den Fakt nicht vergessen, heute ist Samstag. Und ich habe das auch schon an so vielen Stellen angesprochen, dass ich ganz einfach nicht so die Möglichkeit habe, hier den ganzen Tag mit diesem Spiel zu verbringen und dann erst wahrscheinlich heute Abend wieder so 1-2 Stündchen spielen kann und dann eventuell mal so zwischendurch so 1-2 Kämpfe auf dem Handy. Und ja, da muss man halt immer gucken, ne, weil hab natürlich auch noch anderen Schüssel zu tun, sei es jetzt wegen Wohnung oder auch noch andere Sachen hier, die YouTube betreffen, hab auch noch einen übelsten Backlog an E-Mails, die ich noch beantworten muss, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist irgendwie so, in letzter Zeit sind da irgendwie so viele an mich rangetreten, also jetzt irgendwie Unternehmer, jetzt PR-Agenturen und so ein Rotz, ne, und ich sag's ganz ehrlich, ich will mit so einem Zeug jetzt eigentlich nicht so unbedingt was zu tun haben, weil das irgendwie in irgendeiner Form für mich immer so Verpflichtungen bedeuten. Das Einzige, was ich halt bis jetzt da habe, wenn wir mal über das Thema reden, können wir ja gerne machen, ist halt wirklich so das Ding hier so mit 2K. Da auch übrigens an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich hatte das ja auf Twitter veröffentlicht gehabt, dass die mir 10.000 Credits zum Beginn dieser Deckstufe übersandt haben. Das war natürlich eine richtig geile Nummer. Also ein bisschen als, ich deute es auf jeden Fall so als Dank und so, weil man hat jetzt natürlich schon viel gemacht. Sei es jetzt wegen den WWE 2K-Spielen und so, wo, ja,
ich sag immer, ich hätte den Schüssel eh gemacht, ne? Aber die Jungs oder Mädels dort haben dann halt mir damals ja auch hier das 2K19 zugeschickt, also zumindest den Download-Code, den habe ich ja damals dann nicht gebraucht. Und hab den dann halt verlost gehabt im Rahmen eines Gewinnspiels. Das Gewinnspielpaket, was damals mit am Start war. Dann gab's ja das NBA 2K Playgrounds, was ich dann gezockt hatte. Also das Playground 2 habe ich tatsächlich auch von 2K bekommen. Und das habe ich ja dann auch in einem Video verwurstelt, in einem angezockt. Ja, und also, wenn man da jetzt wirklich mal so ein bisschen zurückblickt, es ist wirklich so ein bisschen was, ist schon so passiert jetzt, so zusammenarbeitstechnisch mit 2K. Und ja, und dann halt das andere, was da jetzt ist, ist halt die Nummer mit Tops, die ich sehr, sehr geil finde, die halt mir jetzt von den neuen WWE Champions 2019 Karten da halt in so ein Display halt zugeschickt haben und das Sammelheft, das ist natürlich richtig geil sowas, ne, weil das ist wirklich alles Zeug, das gebe ich, das sage ich echt so, ich hätte es mir eh geholt. Und da findet es man natürlich klasse, wenn dann die Firmen ihn anschreiben und dann einfach sagen, hier komm, wir würden dir das schicken, probeweise oder was weißt du nicht. Hast du da Bock drauf und ja, machst du halt dann bitte ein Video dazu. Na Leute, und da bin ich doch sofort dabei. Jetzt hat sich hier nach einer Werbung verschiebt sich immer hier mein Supercard. Ich sehe das gerade, das ist natürlich blöd. Naja, wissen wir Bescheid. Und auf jeden Fall, das sind eigentlich so die einzigsten zwei Sachen, die ich jetzt gegenwärtig mache und um ehrlich zu sein auch machen möchte. Weil, ich sag's ja immer wieder, berufstätig, Haushalt, Frau und ja, dann halt familiär zurzeit ein bisschen, auch ein bisschen was am Start. Da willst du dir natürlich auch nicht zu viel aufheißen. Wäre ich jetzt hier natürlich ein Single oder... Was ist denn jetzt mit meinen Katzen hier? Wäre ich jetzt hier natürlich Single oder so, da hätte ich natürlich auch viel mehr Zeit, was vollkommen normal ist. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Jetzt sind hier alle drei Katzen, Leute. Das tut mir leid. Und das darf nicht passieren eigentlich. Weil jetzt könnte es wirklich sein, dass hier gleich was umfällt. Das ist, für die Katzen ist das natürlich auch immer eine Sache, ne? Wenn du halt so ein Zimmer umräumst und machst, dann stehen die halt auch da und denken sich so, Alter, was willst du mich verarschen? Warum ist das jetzt hier anders? Und was weißt du nicht? Und da, ja, da, die müssen sich da auch erstmal dran gewöhnen. Vollkommen normale Geschichte, Leute, sage ich euch. Kriege ich jetzt hier, das ärgert mich so, dass ich da so auf den Sack kriege manchmal bei manchen Karten, ne? Und du kämpfst eigentlich gegen normale Leute hier. Also jetzt hier mit Neon Plus Plus Deck oder so ein Schissel, ey. So nervig. So nervig. Wirklich, ich habe ja jetzt hier wirklich rechts neben mir meine eine Softbox stehen. Die ballert so auf meinem Nischel hier. Mir ist so höllisch warm. Das muss ich definitiv in der nächsten Ausgabe dann mal ein bisschen anders machen. Aber Reifeprozess halt, ne? Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich ziemlich gehypt, was diese neue Deckstufe angeht. Wir haben leider das Problem, wir haben natürlich wie viele andere Teams natürlich direkt, sag schon, TBG gestartet. Haben natürlich auch einen WrestleMania 35 Gegner gekriegt und die wirklich da an manchen Punkten ein bisschen schlechteres Deck haben als wir, an manchen Punkten wirklich ein besseres. Und irgendwie hält sich schon die Waage, aber es wird wohl, glaube ich, fast da, können wir davon ausgehen, dass das nischt wird. Wir müssen aber mal gucken, weil das ist nämlich dann jetzt hier auch in der Zeit, wo wir aufnehmen, weil wir nämlich gesagt haben, hier so gegen 10:30, dann guck mal halt jetzt, was wir noch an Punkten machen können. Der gute Mythos, Grüße gehen raus an der Stelle, der ist ja unser Teamchef, möchte ich es mal nennen. Und der macht ja dann immer die Angriffe fertig, guckt sich wirklich jeden Gegner an, was hat der für Karten, guckt sich die eigenen Karten an. Und nee, Peppi, das geht nicht. Das tut mir jetzt leid, Leute, meine Katze kommt jetzt hier gerade zu Besuch. Das ist jetzt natürlich so Sachen, die habe ich nicht einkalkuliert, ne? Jetzt habe ich hier natürlich einen Tisch, da tun jetzt die Katzen drauf rumlatschen, ne? Und alles so ein Scheiß. Also wenn ihr jetzt hier gleich mal einen schwarzen Kopf seht, das ist dann der Peppi. Ja, und was ich sagen wollte, wie gesagt, so 10:30 müsste ich dann hier mal gucken, wie ich das mache. Sag mal, du willst jetzt hier sitzen bleiben oder was, Keule? Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. So, dann wollen wir jetzt hier aber mal gucken wegen... Lass meinen Kaffee in Ruhe. Ey Leute, ich habe hier gerade richtig Stress, ne? Und du willst natürlich in so einem YouTube-Video versuchen, immer dir nichts anmerken zu lassen. Jetzt habe ich hier eine Katze, die sich jetzt hier gerne auf meinen Laptop setzen möchte. Und damit wäre die Aufnahme übrigens vorbei. Ey, hier ist was los, Leute. Hier ist Stress. Ja, ist halt so, man ist so, das ist so irgendwie wie das erste Video. Das gebe ich ehrlich zu.
Weil du sitzt hier wirklich da und denkst so, naja, nimmst du mal auf, irgendwie ist alles anders, du musst die Möbel anders stellen, du musst das Licht anders machen. Und dann hast du jetzt hier nur so eine Katze. So eine 7 Kilo Katze. Oder 8 Kilo, was er wiegt. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken. Jetzt geht er aber, scheint's. Ah, das ist toll, da kann ich jetzt hier gleich mal wieder ordentlich walten. Das ist nett, Peppi. Dankeschön. Mach's gut. Mach's gut. Jetzt kann ich hier mal den Display wieder hochmachen. Ey, auf sowas hätte ich ja jetzt Bock gehabt, ne? Weil die Aufnahme geht ja jetzt auch schon eine Weile. Was haben wir denn davor jetzt gesagt? Stimmt, wir waren bei TBG gewesen, ne? Der Mythos, der sich da wirklich immer jeden Gegner anguckt, deine eigenen Karten anguckt und dann wirklich guckt, wer wen angreift. Wirklich Hochachtung, Mythos, dass du dir da wirklich die Arbeit immer machst. Das ist wirklich klasse. Und ist halt wirklich ein bisschen schwer diesmal mit den Gegnern, so wie ich das mitgekriegt habe. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir ab 22:30 dann jeder wirklich noch den angreifen soll, wo er noch ein paar Punkte kriegt, dass wir eventuell noch mit einem Sieg davon gehen. Müssen wir mal sehen. Wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten 3-4 Minuten während dieser Aufnahme passieren. Mir ist warm wie Sau. So ekelhaft. Hätten wir ja auch das Fenster mal aufmachen können. Alles so eine Dinger, Leute. Aber was ich übrigens richtig geil finde, und das kann man an der Stelle auch sagen, ist das neue Mikro. Da wirklich an der Stelle nochmal Riesendank an Mirko von Mirkos Kosmos, also mein Kollege von den drei Nasen. Der hatte ja auch das Problem, dass dem von einem Tag auf den anderen halt mal das Mikro abgerucht ist. Und der hat sich halt hier dieses Rode NT-USB geholt. Ich habe auch überlegt, mir den Nachfolger zu holen. Aber wenn man natürlich von jemandem, den man halt kennt und mit dem man öfters mal in Kontakt ist, der halt wirklich sehr gute Erfahrungswerte mit diesem Mikrofon hat, greife ich auch lieber darauf zurück, auch wenn es halt schon ein bisschen älter ist. Und er konnte mir halt wirklich gut sagen, hier, ja, das so, hol das so. Und dann war das Ding hier mit dem Kabel und so, was bei ihm noch war. Übrigens, ne, habe ich gezogen, ja. Ich bin wirklich gespannt, ob es keine Pulls mehr sind, ne. Also nicht mehr als Pull zählt und was weiß ich nicht. Also das ist halt dieser echt coole Unterstützer, den wir für den QR-Code gekriegt haben. Und was ich richtig heftig finde, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen. Ich bin die ganze Zeit jetzt mit Unterstützern rumgerannt. Managern, muss man dazu sagen. Bester Manager auf Gothic. Ich habe keinen auf Neon, keinen auf Shattered. Habe ich einfach nicht. Und dann ziehe ich dann gestern halt hier, neuer Schwung, den Ultimate Warrior. Ist jetzt kein Manager, aber trotzdem echt cooler, gerade für War-Modus oder so. Und ja, und den dann kostenlos gekriegt, für mich war das ein Segen. Ihr glaubt das gar nicht, für mich war das so ein Segen. So, holen wir hier mal die Tickets. Oh, hier ist noch eine Aufgabe. Okay. Und wie gesagt, ich freue mich dann, wenn ich dann echt so mit diesem Setting das erste Mal streame. Echt, aber ich habe das jetzt, ist aber gut, dass das jetzt mit der Katze passiert ist. Weil du ganz einfach dann überlegen musst, ja, wie machst du das jetzt im Stream? Oder tut halt eine Katze mal so durchs Bild rennen. Oder ruppt hier halt mal irgendwas rum. Ne, das ist das Leben. Ihr seht, da hinten ist auch ein Katzenbaum. Der ist halt jetzt einfach im Bild. Es geht jetzt nicht anders. Ich muss halt irgendwie gucken, wie ich es jetzt mache. Weil mit dem alten Setting war ich nicht mehr einverstanden. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte hier keinen Schreibtisch. In diesem Zimmer keinen Schreibtisch. Ich hatte so einen kleinen Cocktailtisch, möchte ich es jetzt mal nennen. So ein kleiner, runder Tisch. Durchmesser 60 cm. Und da habe ich alles drauf gemacht. Da stand mein Laptop drauf, da habe ich mein Mikro angeklemmt, also damals noch das Yeti-Mikro und Maus noch also Maus habe ich ja dann meistens schon auf dem Schoß gemacht und so eine Späße. Ja, du musst halt irgendwie gucken mit den Mitteln, die du hast, wie du es machst. Und jetzt, das ist halt wirklich, jetzt Schreibtisch. Das sind so eine kleinen, banalen Dinger. Weil ich hatte damals auch, wo ich hier meine Schule, meinen Techniker gemacht hatte, wenn ihr euch fragt, wo hast du da irgendwie so Arbeiten gemacht? Ich musste ja bei meinem Techniker damals auch natürlich Hausaufgaben machen und irgendwie lernen für Prüfungen. Das habe ich dann halt meistens irgendwie so im Wohnzimmer gemacht, am Wohnzimmertisch, ne? Ach so, ich musste ja Karten wegtrainieren. Ich Eumel! Was stimmt denn nicht? Aber wenn ich halt jetzt schon sehe, dass ich jetzt hier halt schon meine Sechser-Matches mache, Leute, da bin ich ganz ehrlich, habe ich keinen Bock. Und es kann doch nicht sein, dass ich hier mit einem Zerstört-Plus-Deck nicht mal die Hälfte schaffe bei der Zerstört-Karte. Da haben sie in meinen Augen gar nicht angepasst. Und das ärgert mich, um ehrlich zu sein, auch ein ganz schönes bisschen. Ach, Mensch, Mensch, ich sage euch. So, was nimmt der denn da jetzt hier? Wie viel SummerSlam 18 sind denn das? Okay, kannst du machen. Kannst du machen? So. Schon wieder eine Aufgabe direkt erledigt. Mann! So, wir wollten aber kämpfen. Ich bin wirklich gespannt. Montag wird ja die Auflösung für euch kommen. Wir machen übrigens den Kampf noch. Dann möchte ich bei TBG gucken, was wir da noch an Angriffen reißen können.
Ich bin wirklich gespannt, wie weit ich mit 6er komme. Ich lasse euch das natürlich definitivst wissen, was dort dann rauskommt. Also wenn ich habe immer Angst, wenn ich in der Aufnahme irgendwie was trinke, gerade so Kaffee, dass mir das Zeug dann im Barde hängt, ne? Also im Bart. Und ja, ach, alles so eine kleine Dinger. So, ich habe hier echt schon wieder Pisskarten gekriegt, ne? Also das ist wirklich sowas von zum Mäusemelken. Und es ist faszinierend, wie der Gegner das dann halt immer wieder hinkriegt. Ich staune, dass das kein Tech-Team richtig ist von denen. Also, da wäre es das jetzt eh Also, das ist wirklich... Guck mal, hast du ein Zerstört-Plus-Deck und da hast du einen Neon-Plus-Gegner. Und der macht dich da manchmal so übelst nass dort. Also, da denkst du dir so, irgendwie geht das hier alles nicht mit rechten Dingen zu. Also, wirklich so Sachen, wo ich mich wirklich dran ein bisschen aufgeile und die mich nerven. Und ich habe eigentlich wirklich gedacht, dass mit dem Release der WrestleMania 35 Deckstufe, wie gesagt, die ich wirklich total abfeiere. Und gerade was TBG angeht, ist meine Motivation sehr hoch wieder im Moment. Da habe ich richtig Bock, was zu machen. Und... Aber was mich ärgert, die hätten es doch bei der RTG ein kleines bisschen anpassen können. Ein kleines bisschen. Bei den ersten Karten, ich achte da immer drauf, war das wirklich so ziemlich gut zu erkennen, dass du am Anfang halt die jeweilige Deckstufe hast, die Karte entsprochen hat. Dann in der Mitte ist es zu Plus gewandert und dann am Ende zu Plus Plus von der jeweiligen Karte. Gerade so bei den Goliath-Karten war es noch so gewesen. Und bei SummerSlam 18... Und dann auf einmal hast du es mitgekriegt bei den Gothic-Karten. Da hast du dann nämlich ziemlich am Anfang dann auf einmal schon Gothic-Plus-Gegner gekriegt. Und Gothic-Plus-Plus dann zur Hälfte hin. Und ab dann ging eigentlich schon die Neon-Gegner los. Und das hat sich dann halt so durchgezogen wie jetzt, dass man jetzt halt bei... Also ich rede von 5er-Matches die ganze Zeit, Leute. Dass man das jetzt so gesehen hat, eine tolle Wolle. Und jetzt habe ich hier bei der Zerstört-Karte bei der Hälfte... Auf gut Deutsch zerstört plus plus Gegner drin. Und wenn ich einen zerstört plus Gegner drin habe, der meinem Deck entspricht, dann macht er mich meistens kalt. Das ist einfach so. Und das ärgert mich. Weil das wird nämlich wirklich knapp, ne? Also wenn ich natürlich mit 6er Matches den Brock Lesnar hier heute schaffe und eventuell bei Luke noch ein paar 6er Matches machen kann. Also man, das war wenigstens gewesen, man konnte wenigstens 6er Matches sehr lange machen. Aber wir müssen jetzt bei TBG mal gucken. Also Brock muss ich heute schaffen und dann eigentlich auch wenigstens so 100 Punkte bei Luke, damit ich dann morgen den Rest hier 2er-Grind machen kann. So, jetzt guck mal hier mal ganz kurz bei TBG. Mein Gegner war der Diesel gewesen, wo ich die drei Angriffe nicht durchkriege. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Der Böse ist nämlich hier der Alistair Black auf Position 5. Da gucken wir mal ganz kurz. Alistair Black ist die 5. Und bei den Dieven war Bedes Gothic gewesen. Mir ist übelst warm hier, ey. Das ist, lobt ihr gar nicht. Nächstes Mal muss ich Fenster aufruppen hier. Aber wir werden es überleben. So, es kommen die zwei Dieven dran. Das werde ich übrigens verlieren. Obwohl, warte mal, der taggt ja nicht. Das könnte jetzt gerade mein Glück sein. So, jetzt kommt er mit Alistair. Ist okay, mache weg hier. Kannst du eine Schmutzkarte haben? So, und jetzt bitte siegen. Krafttempo ist eigentlich voll Joe sein Ding. Oh, das haben wir. Das haben wir! Sehr schön. Haben wir doch noch einen Sieg hier gekriegt, hier beim guten Mike. 107er Gegner war es gewesen. Und was habe ich für ein Deck? Ich weiß es gerade gar nicht. Was habe ich für ein Deck gehabt? Stimmt, der hatte 107. Wo sehe ich denn jetzt hier bei meinem Team, ne? Was hatte ich? 94er. Ja, aber es passt halt gegnertechnisch. Also der Mythos, also wirklich, das ist, wenn ich da manchmal so geguckt habe und mir so gedacht habe, Alter, ich mit meinem 94er Deck soll hier einen 107er platt machen. Aber der Bengel denkt sich schon was dabei. Der hat eine Ahnung. Das ist wirklich so. Das ist der Wahnsinn. Und wir kriegen hier nochmal das Tag-Team-Match mit den Frauen dran. Diesmal haben sie aber im Bede geprockt, obwohl das sollte uns nicht stören. Okay, das ist nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich mach's mal so. Er prockt nicht. Da habe ich jetzt aber wirklich Schwein gehabt, weil ich glaube nämlich Karl Anderson prockt nämlich auf Härte.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Schwein gehabt. Okay, jetzt sind wir hier auch mit einem Sieg davon gegangen. Ah, TBG, ne? Da kriegst du halt leider so einen Brechergegner, aber ohne Scheiß, Leute. So muss es ja eigentlich sein. Competitive. Ne? Willst ja auch nie immer was geschenkt kriegen, obwohl natürlich die meisten sich sagen, die wollen halt immer nur was geschenkt kriegen in dem Spiel und nichts dafür machen. Hashtag Kartenschnorrer. Die gibt es nun mal leider. So, da versuchen wir mal. Einen Sieg braucht man noch. Einen Sieg. Dann hätte ich die Angriffe durchgekriegt, weil die anderen habe ich gepackt. Ja, und ihr seht's, Leute, das sind nur so knappe 2000 Punkte, die dann zur Führung fehlen. Spätestens Montag werdet ihr erfahren, was denn dann hier so rausgekommen ist. Wir haben erstmal Glück. Es kommen wieder die Diven als Tag-Team dran. Das rettet uns wirklich ein bisschen Arsch hier gerade. Und dann muss jetzt natürlich die richtigen Stats hier rankommen. Okay, das ist eh Pisse, weil das nämlich sein Alistair ist. Härte Charisma, das muss ich bestimmt schließen. 24, 25. Okay, wird nix. Wo ist meine Maus? Hier. Wir müssen neu starten, weil den Kampf hätten wir verloren. Und übrigens, ich hatte, wo ich das letzte Mal gemacht hatte, in dem Video, wo ich hier TBG gemacht habe. Und da gab es irgendeinen Klon bei euch. Ich weiß nicht mehr, wer es ist, sonst hätte ich den Namen hier definitiv genannt, weil sowas, da habe ich, da ist mir die Fresse kurz eingepennt. Der das gesehen hat und gesagt hat, naja, mit deinen Kämpfer abbrechen, das ist ja Cheaten. Und Cheaten ist scheiße. Ich habe damals den Kommentar gelesen und habe mir so gedacht, what? Was? Das, also wenn das Cheaten ist, also dann tut's mir leid. Dann tut's mir leid. Aber das sind eh meistens so eine Leute, die halt irgendwie nicht reißen oder halt kein Team auf gut Deutsch finden und sich komischerweise auch dann nicht bemühen, ein gutes Team zu finden. Das ist eh so ein Rat, den ich euch wirklich geben möchte. Wenn ihr so rumschimpft und dann immer so sagt, ah, ich finde kein richtiges Team oder so. Leute, es gibt so viele Wege, dass ihr wirklich ein gutes Team findet. Das ist zum einen wirklich der Discord vom Berliner Jung. Das sind die Facebook-Gruppen. Das ist auch beim Discord vom Edeljobber-mäßig gibt es das, ein Teamsuche-Bereich. Also da, Leute, guckt euch um. Ihr findet ein Team. Da bin ich mir ganz sicher. Man muss natürlich realistisch sein. Ihr werdet als Neon-Spieler jetzt nicht in einem WrestleMania 35-Team aufgenommen werden. Gerade jetzt zum Release der Stufe. Da wollen die Leute natürlich das Beste rausholen. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auf WrestleMania 35++ so viele Teams noch nicht sein werden. Es wird garantiert welche geben. Da bin ich mir ganz sicher. Ah, gut. Ja, aber ich hätte mir die RTG halt wirklich ein bisschen leichter vorgestellt. War ich wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch eingestellt. Aber ich habe das zu anderer Stelle schon mal... Oh, den Kampf gewinnen, weil ich muss auch mal gucken, wie Hansen von den Playleveln aussieht. Ich habe auch an anderer Stelle schon gesagt, dass ich mich, was Supercard angeht, ja wirklich so mit Absicht etwas entschleunigen möchte, weil... der Vergangenheits-Christian auf gut Deutsch, nennen wir ihn mal so, der hätte sich jetzt dieses Wochenende hier hingesetzt und hätte den Grind für Andre gemacht. Ich werde es auch nicht mehr tun, weil ich genau weiß, also wirklich darauf gemünzt, was für ein Deck ich habe. Hätte ich jetzt natürlich so ein Zerstört-Plus-Plus-Deck, ganz andere Nummer, ne? Aber mit dem Deck, was ich habe, weiß ich, dass ich auf jeden Fall natürlich Andre komplett mit Zweiern machen muss und Luke Gallows, denke ich mal, zu guten zwei Dritteln. Ah, wenn nicht sogar mehr, mit Zweiern machen muss. Und das würde so ungefähr bedeuten, dass ich so am Tag meine 6-7 Stunden spielen müsste. Das ist Fakt, Leute. Und diese Zeit, ich will nicht die ganze Zeit sagen, will ich nicht opfern, sondern kann ich nicht opfern. Ist ganz einfach so. Immer Schuster bleibt bei deinen Leisten und die Leiste Zeit, die ist bei mir halt nicht so lang. Das ist einfach so. Und da muss man halt einfach gucken und mit den Mitteln, die man hat, muss man das hier irgendwie reißen. Und deshalb ist mein großes Ziel Luke Gallows. Vielleicht werde ich mir Andre in der Ring Domination nächste Woche holen, dass ich wenigstens das Bild habe, weil das tät mich ja dann doch ein bisschen reizen. Und vor allem er als Single-Karte kommt ja auch definitiv in mein RTG-Deck rein. Da bin ich echt am Überlegen, mir dort wenigstens zu holen. Aber
Das weiß dann halt der Zukunftschristian. Wenn wir schon so eine Scheißsprache labern, ne? Also, wie gesagt, um das jetzt mal resümee-technisch jetzt für diese RTG, ist es wirklich schwerer, wie ich es gedacht habe, ne? Also, Wahnsinn. Naja. So, gucken wir mal hier. Ich bin ja echt, also jetzt beginnt, aber... Naja, warte mal, ich wollte jetzt gerade einen Satz anfangen und wollte eigentlich mir schon gegen im Kopf gegen argumentieren. Also es ist Wahnsinn, was da manchmal los ist. Kommen wir erstmal zur Problematik. Die Problematik, die ich ansprechen wollte, geht es eigentlich darum, diese Vorfreude auf Events, dass du überlegst, oh, was werden die Undercards sein, was sind die Karten jetzt in den Team-Events und was weiß ich nicht. Und was mich stört, ist wirklich... diese Netzpolitik von Cat Daddy im Moment. Also versteht mich nicht falsch. Ich finde das klasse, dass die wirklich einfach mal ein bisschen mehr mit uns reden. Ich bin gespannt, wie lange das sein wird, weil es wird ja oft immer viel versprochen und nicht viel gehalten, gerade bei den Jungs. Und deshalb lassen wir uns da überraschen. Aber an manchen Punkten, finde ich, sagen sie zu viel, weil es mir wirklich darum geht, ich möchte vorher nicht wissen, was die Eventkarte ist. Ich möchte nicht wissen, was unbedingt Undercards irgendwo sind. Möchte ich nicht wissen. Ich möchte mich wirklich überraschen lassen. Und das hat Cat Daddy mir in manchen Punkten wirklich genommen. Das finde ich ärgerlich. Überlegt mal, Leute, was ist denn das für ein cooles Gefühl gewesen, zum Beispiel, wenn Ring Domination war. Und wir wollten die Undercards wissen und haben so gehofft, oh Gott, irgendein verrückter Typ auf der Welt muss doch schon so viel gezockt haben und muss wissen, was die Karten sind. Und dann irgendwann, was weiß ich, so nachmittags, um 2, 3, 4 wusste man ja dann bereits schon zum Teil die heroischen Karten, ne? Und da, das war geil. Das war geil. Das war auch irgendwie so ein Feeling, was man Donnerstag hatte. Und jetzt sind natürlich hier... Ich bin noch ein bisschen... Und jetzt natürlich hier durch Broken Supercard, also der Junge, der soll da seinen Job machen. Und es fragen ja nun mal so viele immer, was sind die Undercards? Und der kann natürlich, ich glaube, das war so ein iOS-Problem, ne? So ein iPhone-Ding, dass die dort sehen konnten, was für Karten dahinter sind. Und das wurde dann halt schon immer öffentlich gepostet. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Cat Daddy zu tun, aber mich ärgert das dann immer, ne? Weil du im Vorhinein schon weißt und dann eigentlich so dir schon manchmal so gedacht hast, oh cool, das Wochenende, vielleicht kriegst du ein Pro, naja, mal gucken. Wenn es dann im Endeffekt nicht so war, Mensch Leute, dann war es so, damit sind wir schon immer umgegangen. Aber wenn du dann vorher schon wusstest, okay, die und die Karten sind das, dann, das wusstest du ja manchmal dann schon Donnerstag. Mittwochabend oder so eine Späße. Da wusstest du manchmal jetzt schon, was alle Karten sind. Und dann sitzt du wirklich da und denkst dir so, warum soll ich denn jetzt spielen am Wochenende? Kommt doch eh bloß Pisse für mich bei rum. Ja, versteht ihr? Irgendwie ist so diese Vorfreude für mich immer genommen worden. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Und Cat Daddy macht das auch, dass die manchmal jetzt schon donnerstags auf einmal sagen, ja hier... Das sind die Karten im Event und auf einmal sagen sie dann in einem Tweet später, und das ist übrigens die Karte Montag zum Team-Event. Finde ich kacke. Finde ich echt kacke. Aber das ist wirklich, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass viele unter euch dabei sind, die es wirklich immer gar nicht abwarten können. Und um zu wissen, was sind denn jetzt die jeweiligen Karten. Weiß ich. Gibt's viele. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Mich stört das wirklich. Also das ist so, nee, mag ich nicht. So, wie mache ich, wie tue ich denn jetzt? Warum habe ich denn Paul Bearer nicht genommen? Na, ich bin es halt noch nicht gewohnt, so einen guten Shattered-Manager hier zu haben. Ist wirklich richtig geil, dass die einfach mal geschenkt, ne? Also das darfst du ja wirklich mal nicht unter den Teppich kehren. Wenn du überlegst, wir haben wirklich unsere Freebies halt abgeholt, wir haben diese Quest-Dorte gekriegt und kriegen hier jetzt, auf welche Wege, ist ja auch Wumpe, halt diesen Unterstützer noch. Also Leute, wie geil ist das denn, ne? Also das gab es, glaube ich, zum Release in der Deckstufe jetzt noch nicht so unbedingt und das finde ich wirklich coole Nummer. Man darf ja auch nicht immer nur meckern, genauso auch wenn ich hier so sage, ich schaffe das Event nicht, das ist zu schwer. Das ist halt wirklich kein Meckern, das ist halt wirklich nur irgendwie so ein Einsehen meinerseits. Dass ich hier sage, das wird einfach nichts, das wird nichts. Da kann ich machen, was ich will. Also ich könnte natürlich auch jetzt hier am Tag 24-7 sitzen und das machen oder beim Event halt 24-4 sozusagen. Das tue ich mir nicht an. Das ist halt wirklich so.
Spaß hin oder her, den du mit dem Spiel hast. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Trotzdem versucht man natürlich sein Bestes zu geben. Und ich weiß, ihr habt mir dann nämlich selber durch eure Kommentare so wirklich die Angst genommen, über so ein Thema zu reden. Weil das ja wirklich so ein bisschen der Irrglaube war, den ich hier selber hatte. Dass wenn du hier auf YouTube bist und dir halt, was weiß ich, manchmal eine Karte nicht holst oder so, dass du da wirklich so gedacht hast, ah, nicht, dass da irgendwie Leute sich auf den Schlips getreten fühlen oder was weiß ich nicht, sondern es war halt komplett anders, ne? Dass dann wirklich die Kommentare von euch wirklich eigentlich zu 100% dahingehend waren, dass gesagt wurde, ja hey, dann ist es so. Oder manche von euch, die dann geschrieben haben, boah, du hast eigentlich voll recht mit dem, was du sagst, dass das viel zu viel Zeit ist und man andere Sachen machen könnte. Das haben wirklich viele von euch gesagt. Und deshalb rede ich da jetzt eigentlich auch so ganz offen über dieses Thema, weil, ja, man muss ja auch nicht mit Hängen und Würgen das dann hier immer packen, ne? Meine Frau dreht mir dann sonst noch einen Hals um, ne? Der neue Avengers-Film, Alter, 24. April, ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich richtig auf den Film. Da werde ich, denke ich mal, auch mein Frauchen wieder ins Kino zerren. Ja, so, nein, ich will nicht. Ja, doch. Nein, mittlerweile steht sie ja auch auf Avengers. Zumindest der letzte Film hat ja auch richtig gut gefallen. Aber ich kenne eigentlich niemanden, den der Film jetzt nicht so gut gefallen hat. Weil er war wirklich vor allem auch geil gemacht, ne? Also das muss man ja wirklich mal ganz klar sagen. Das war Wahnsinn. So, habe ich das richtig gesehen? 100 Punkte fehlen jetzt hier noch bei Block. Naja. Was ja dann auch noch ein ganz krasses Thema ist, ne, wir befinden uns ja sowieso im WrestleMania 35-Wochenende, ne? Also das ist ja auch noch so eine Sache. Ich werde es natürlich leider, und das ärgert mich, ne, eigentlich ärgert es mich nicht, weil ich war noch nie eine Nachteule und mir so komplett hier so ganze Nächte um die Ohren schlagen. Das habe ich damals, was weiß ich, zwischen 18 und Mitte 20 gemacht. Mittlerweile brauche ich meinen Schlaf. Und deshalb mache ich so Nächte durch nicht mehr und vor allem erst recht nicht wie jetzt, wenn ich halt den nächsten Tag früh aufstehen muss. Da wird's halt nicht. Da muss ich mir halt die Wiederholung angucken. Dann ist das so. Ist ja auch überhaupt keine schlimme Sache. Das ist für mich dann nur immer so eine Sache, weil natürlich dadurch, dass ich hier Videos mache oder was weiß ich, auf Twitter oder Facebook da ein bisschen aktiv bin, Twitter zurzeit mehr wie Facebook, das gebe ich ehrlich zu, dass dann natürlich viele von euch dann sofort, wenn das Event vorbei ist, so ungefähr 5 Minuten danach, mir dann schreiben, wie fandst du das Match, wie fandst du das Match, wie fandst du das Match? Und ich eigentlich immer sage, dass ich das nicht live gucke. Dasselbe gilt übrigens auch für Raw und SmackDown. Ich kann nicht live gucken. Geht nicht. Ich muss auf Arbeit nächsten Tag. Funktioniert nicht. Und soll jetzt übrigens keine Kritik sein an Leute, die das machen. Also wenn ihr da euch die Nächte um die Ohren schlagen wollt, weil nächsten Tag nichts anliegt weiter. Leute, macht das doch. Ich kann's nicht. Und da wirklich dann immer gleich die Fragen hier so, oh, wie fandst du das, wie fandst du das? Kann ich nicht beantworten. Also das ist, und gerade bei WrestleMania, da bin ich dann wirklich immer so, also nicht wundern, wenn dann jetzt hier so Sonntagsvideos rauskommen oder Montag, bis Montagabend auf jeden Fall, da werde ich keine Kommentare weiter beantworten, weil nämlich viele von euch mich manchmal beabsichtigt, manchmal aber auch tatsächlich unbeabsichtigt, halt spoilern. Und das will ich nicht. Das habe ich halt so richtig keine Lust drauf. Ich denke mal, Cat Daddy wird uns sowieso wieder spoilern. Was weiß ich, irgendwie der Gewinner von dem Match, der kriegt die Karte. Ich hoffe so ein bisschen auf Triple H und Batista. Und dass dann Batista gewinnt. Und dann, ja, hätte ich ja einen Pro. Muss man sehen. Wenn es nicht ist, meine Güte. Alles gut, wir hatten ja hier eine Aufgabe noch erledigt, die nehmen wir natürlich mit. Ja, hier mit der Pisse. Also die werde ich werde sie, glaube ich, einfach aufheben. Und dann zur nächsten Stufe öffnen. Weil ich krieg doch eh bloß Pisse da draus, ne? Also, oder vor allem ich, also viele von euch kriegen Pisse da draus. Leute, die da wirklich mal Glück haben, das ist immer das Ding und das ärgert mich, dass man das halt nicht so weiß. Du siehst halt irgendwie ein Bild jetzt hier bei so einem Opening für die Tickets und da steht halt hier, was weiß ich, der hat eine WrestleMania 35 da draus gezogen und jetzt ist Hype und wir freuen uns alle. Die Tatsache, die mich dahinter manchmal interessieren würde, wäre, wie viele Tickets hast du eingelöst? Weil ich weiß, dass definitiv manche, die haben das wirklich durchgezogen, die haben über 1000 Tickets oder also so weit mehr als 1000. Die öffnen dann alles.
und haben dann halt eine drinne. Und da sage ich mir dann halt, oh, ja, aber jetzt überleg mal, wie viele Packs der öffnen musste, um eine WrestleMania 35 zu kriegen. Und dann hat das dann bei mir nichts mit Neid oder so in dem Sinne zu tun, sondern dann denke ich mir einfach, na, wenn du so viele Tickets gesammelt hast und eingelöst hast, dann sollte da aber halt auch mal eine Karte für dich mit bei rumspringen. Das ist eh immer, und das merkt man immer gerade so zum Anfang von so einer Stufe, das ist, das Neid und Gönnung, das sind wirklich heikle Themen hier. Ich muss mich da selber vielleicht auch mal in die Kritik nehmen, ne? Ist natürlich, ich will ja nicht immer irgendwie andere Leute runtermachen oder blöde anlabern. Auch selber mich. Wo ich nämlich das Freebie-Video von Marcinho gesehen habe, mit dem ich ja auch mal im Team zusammen war bei Hashtag die Glück und auch so immer mal wieder Kontakt habe und man quatscht und schreibt. Und da sehe ich den sein Video und dann hat der zum Release mal direkt eine WrestleMania 35 Pro Diva am Start. Und da auch keine schlechte. Ich will jetzt nicht unbedingt spoilern jetzt, weil vielleicht haben manche von euch das Video noch nicht gesehen. Aber so viel sei gesagt, er hat halt eine WrestleMania 35 Pro Diva. Heftig! Und ich weiß zum Beispiel damals bei SummerSlam 17, hat er auch zum Anfang direkt eine SummerSlam 17 Pro Diva gehabt. Naomi war das. Und was TBG-Packs, obwohl, da hat er nicht so unbedingt so mega viel Glück gehabt, aber was so Puls und sowas angeht. Ja, aber, und das sei auch gesagt, deshalb war der Kommentar, den ich da bei seinem Video drunter verfasst habe, der an sich wirklich nicht böse gemeint war, also Marcinho, bitte versteh's nicht falsch, ja, und dass ich mir dann aber auch so selber so gedacht habe, Alter, jetzt überlege aber mal, wie viel Zeit Marcinho in dieses Spiel steckt. Also der zockt das wirklich wie ein Berserker. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist wirklich die ganzen Gold-Heroic-Pros und was weiß ich nicht und Silber-Heroic-Pros, jede Eventkarte geholt und das ist einfach der Wahnsinn. Und ich weiß, das machen viele von euch, aber bei Marcinho sehe ich es halt auch so, dass er halt die Zeit noch mit dafür für Videos aufnehmen und Videoproduktion ja auch noch ein bisschen im Nacken steht, die ich halt nur zu gut nachvollziehen kann. Und da ist es dann bei mir dann auch, ehrlich gesagt, im Nachhinein auch so, dass ich sage, ich will nicht sagen, dass ich ihnen die Karte nicht gegönnt habe. Es war eher so ein Schock, dass ich mir so gedacht habe, Alter, ist mal wieder klar, dass die Leute, die immer irgendwie Muzzle haben mit Pros und so, dass die halt Muzzle behalten. Und dann habe ich dann aber halt gesagt, nee, warum? Soll er es doch kriegen? Der zockt so viel. Der zockt das Ding so viel. Und von daher, alles gut. Und das ist halt auch so das Ding. Ich weiß gar nicht, was da war. Ja, stimmt. Ich habe das bei Twitter nämlich rausgehauen gehabt, hier so, wo ich mich da vorhinein schon mal bedankt habe, hier bei 2K, dass ich hier 1000 Credits geschenkt gekriegt habe. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Es war wirklich der Wahnsinn, dass dann auf irgendwelche Weise dann mich Nachrichten ereilt haben. Oder irgendwelche Leute mir dann erzählt haben, was andere erzählen. Das ist so immer so ein bisschen Buschfunk und so Kindergarten mehr. Damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber es kommt ihnen irgendwie dann doch zu Ohren. Jetzt habe ich hier übrigens falsch gewählt. Ist egal. Dass dann wirklich welche gesagt haben, ich will das auch haben. Ich sehe das nicht ein. dass das der Christian gekriegt hat und ich nicht. Und da habe ich mir dann gleich wieder so gedacht, boah. Diese pure Nichtgönnung von manchen Leuten ist der Wahnsinn. Aber es sind wirklich nur manche. Der Großteil hat das ganz anders aufgenommen. Aber das Ärgerliche ist halt immer, dass du in so einer Situation immer das Schlechte erwähnst und nicht das Gute großartig. Das ärgert mich selber. Aber das ist so eine YouTuber-Krankheit. Das ist wirklich total scheiße. Das gebe ich ehrlich zu. Das ist Mist. Die meisten haben wirklich so gesagt, ey cool, ja, ist doch super, dann freu dich und nutze es und für Events oder manche geschrieben, na, dann öffne gleich Packs oder so. Ist ja Wuppe, aber es gibt halt nur Leute, die gesagt haben, sehe ich nicht ein, ich will das auch haben. Und dann, ja, ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und irgendwie sagen, naja, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Videos gemacht und irgendwo ist es ja auch gerechtfertigt, will ich nicht machen. Das will ich nicht machen, weil man muss es auch ganz einfach mal so sehen, ich habe danach nicht gefragt, ich wurde angeschrieben, ob die mal bitte meine Supercard-ID haben können, da habe ich gesagt, ja, weil das waren nämlich die Leute von 2K, mit denen ich absolut keine schlechten Erfahrungen habe und dann kurz bevor die Stufe kam, da war Zerstört-Stufe noch Maximum gewesen, gucke ich so bei mir rein hier ins Spiel und da steht auf einmal da oben ein kleines Fenster, sie haben 10.000 Credits erhalten. Und das ist doch geil.
Da sage ich danke. Danke, Cat Daddy, wollte ich schon sagen, weil eigentlich gebührt der Dank mehr 2K. Und deshalb danke. Ne? Und ich sage ganz ehrlich, jeder von euch hat die Chance dazu. Das ist immer so ein Satz, der ist so groß gesagt. Ne? Und aber überlegt doch mal. Vor 2 Jahren habe ich genauso angefangen, mich hier hingesetzt, genauso bei Null angefangen, sowohl was Technik angeht, was Erfahrung angeht, was Reichweite angeht, was Abonnenten angeht. Bei Null angefangen. Natürlich gab es dann einen Push durch Björn, wofür ich ihm noch immer dankbar sein werde. Und deshalb, Björn, grüß dich, mein Guter. Werde ich ihm immer dankbar für sein, dass er, wo ich damals noch so meine 100 Abonnenten hatte, er mich da zu einem Supercard-Talk halt eingeladen hatte, wir ein bisschen gelabert haben über das Game und auf einmal habe ich dann wirklich, binnen einer Woche sind dort zig hunderte Abonnenten noch dazugekommen. Dafür danke ich ihm. Ne? Aber ich hatte, ich weiß gar nicht, mit wem ich so eine Diskussion mal in der Richtung hatte, jetzt nicht negativ gemeint, mit dem Danny. Und der hat nämlich was gesagt gehabt, was ich sehr gut fand, mit einem Berliner Jung. Der dann nämlich gesagt hat, so ein Push ist eh eine Sache, dass dann die Leute irgendwie auf dich aufmerksam werden und was weiß ich nicht alles. Das Krasse ist eigentlich das, was danach ist. Nämlich, ob die Leute bleiben. Oder ob die dann einfach sagen, wow, okay, jetzt habe ich mir das angeguckt, eher so Pisse. Ne? Es ist nun mal so. Das ist dann nun mal das Ding, zu gucken, dass die Leute bleiben. Und das wiederum machst du auch wieder komplett alleine. Und das ist halt wirklich Arbeit, die du alleine reinsteckst. Und ich finde das so klasse, deshalb sei das auch mal erwähnt hier an der Stelle, so eine Leute wie der Screwjob, der ja auch Supercard-Videos macht, den ich auch schon mal bei Community erwähnt hatte, weil er Champions gemacht hat. Jetzt macht er noch Marvel-Videos. Ich gucke persönlich alle 3 Formate bei ihm. Marvel, das spiele ich ja auch noch jetzt so hin und wieder mal. Bin ich auch schon, übrigens als Gutjob, wenn du das siehst, Stufe 49 bin ich schon. Also es geht vorwärts auf jeden Fall. Hab jetzt endlich meinen ersten Charakter mit über 7000. Also es geht vorwärts. Und ja, ich finde das klasse, weil ich halt genau weiß, wenn gerade so welche anfangen, obwohl der Gutjob, der macht das schon länger, hat ja auch einen Let's Play-Kanal, wo ich auch schon mal reingeguckt habe. Ist auch ganz cool. Und ja, das ist Arbeit, Zeit und das machen die Leute im Endeffekt ganz alleine. Ist genau so ein Ding, das ist so eine Sache, der war ich mir persönlich auch nicht bewusst, dass natürlich, wenn ich hier irgendwie Leute irgendwie vielleicht dann mal erwähne, bei Twitter mal verlinke, im Community-Beitrag, was das für diese Leute bedeutet. Weil dann halt natürlich auf einmal viele Leute eventuell auf die aufmerksam werden, ein Abo dalassen und dann kommt halt der Punkt, cool alleine weitermachen. Und dann bleiben die Leute auch. Und dem bin ich mir da manchmal nicht so bewusst, wenn die Leute sich dann halt wirklich dann so freuen. Und es gibt Leute, die sich dann wirklich 1000-mal bei einem bedanken dafür und für die das absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Und sowas öffnet mir dann auch immer die Augen. Das soll jetzt nicht so hochtrabend klingen jetzt, wie, oh Gott, hier, der Christian erwähnt irgendjemanden und der wird dann berühmt oder so eine Scheiße. Also so ist das jetzt nicht gemeint. Aber ich finde es halt schön, dass ich in irgendeiner Form vielleicht was zurückgeben kann, weitergeben kann und dann so einen Leuten, die ich halt selber auf irgendeine Art und Weise feiere, denen dann vielleicht in irgendeiner Richtung unter die Arme zu greifen oder halt in irgendeiner Form ein bisschen zu unterstützen. Das finde ich dann halt auch schön. Und das ist für mich wirklich ein schönes Gefühl. Wer bist du denn? Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Deshalb, guck beim Screwjob vorein. Vorbei? Ja, das wollte ich halt auch mal erwähnen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier auch zum letzten Kampf. Ist die Werbung hier vorbei? Ich sehe hier kein X. Sag mal, was die labert, ne? Ey, zum Glück habe ich hier keinen Ton an. Ist jetzt hier mal ein X? Oh mein Gott. Jetzt? Ich habe das X gesehen. Ich habe die ganze Zeit auf zurückgedrückt. Mann, ging die mir auf den Sack. Schlimme Nummer. So, wie gesagt, wir machen den letzten Kampf. Haben wenigstens ein bisschen was geschafft heute. Aber ich habe auf jeden Fall, was Supercard angeht, noch einiges jetzt vor mir. Wenn ich mir wirklich noch Luke Gallows holen möchte. Was, wie gesagt, für mich auch schon ein ziemlich krasser Grind wird. Und wenn ich nämlich bedenke, dass ich die ganze Woche nicht einmal Sekiro gespielt habe, ist das schoflich und schlimm, verärgert mich. Und
Das muss, will, muss, wie auch immer, ich dieses Wochenende aber auch noch ändern. Weil das kann nicht sein. Das freut mich aber, dass wir den Kampf dann doch noch gewonnen haben. Hab eigentlich gedacht, dass wir den jetzt so verlieren. Ja. Ja, das war so, ne? Halt gestern, wie gesagt, der ganze Freitag eigentlich davon geprägt, dass ich halt wirklich Supercard nicht weiter zocken konnte, sondern mich eher hier um mein Zimmer gekümmert habe und dann halt wegen dem Katzenbaum und so weiter. Ist halt so. Und dann war gestern Abend, war ja hier bei WWE Champions, werde ich definitiv auch noch ein Video rausballern, war gestern auch noch so Talent-Up-Event, was komplett eskaliert ist bei mir, weil da irgendwie viele Faktoren zusammengespielt haben und dann wirklich cooler Scheiß dabei passiert ist. Und da habe ich dann gestern tatsächlich, wo ich dann fertig war hier, da war es dann irgendwann so abends 9:30 und ich war Knülle. Und wollte eigentlich gar nichts mehr machen und habe dann irgendwie bei Champions so gesessen. Wegen dem Talent-Up-Event habe ich dann noch bis 11:30 gesessen. Die ganze Zeit wegen diesem Event dort, wo du eigentlich nicht spielst, sondern einfach nur irgendwas verwaltest im Roster oder irgendwas machst. Aber es hat halt einfach so lange gedauert. Und da ist halt auch cooler Schüssel passiert. Und für die Leute unter euch, die natürlich auch an Champions interessiert sind, da hoffe ich, dass ich es entweder schaffe, morgen noch was aufzunehmen, was, dass ihr das dann sehen könnt, was halt so passiert ist. Ich bin nämlich froh, weil ich erst überlegt habe, dass ich dieses Talent-Up-Event aufnehme. Bin froh, dass ich es im Endeffekt nicht gemacht habe. Weil das wäre, wie gesagt, ein über 2-Stunden-Video geworden. Und das waren ja dann so 2 Stunden, wo ich in Ruhe für mich war und überlegen konnte, was machst du jetzt? Und hättest du jetzt ein Video aufgenommen, ihr kriegt es ja mit, sind immer Faktoren wie heute, ne? Da kommt eine Katze mit vorbei und ach und so, weißt du. Und du kannst dich dann nicht richtig konzentrieren und machst im Endeffekt irgendwelche Fehler oder du willst ganz einfach an irgendeiner Stelle 1-2 Mal mehr gucken, nachgucken. Und das ist natürlich unnötige Videozeit, die da weggeht. Und ja, deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht aufgenommen habe. Aber ich lasse euch natürlich auf jeden Fall wissen, was denn dort so passiert ist, Leute. So, ich finde, wir haben die Aufnahme, also die Ausgabe, sagen wir es mal so, schön hinter uns gebracht. Wie gesagt, ich muss hier wirklich gucken noch hier. Muss mich auch dran gewöhnen. Ich genieße es aber jetzt hier irgendwie meinen Tisch zu haben. Ich hoffe mit dem Mikro und so, dass das auch mal jetzt einfach, es klingt nun mal qualitativ einfach besser. Dann hier mit dem Bildschirm, ich freue mich wirklich, das ist ein Fortschritt für mich ganz einfach um mein persönliches Empfinden, wie ich jetzt hier Sachen aufnehmen kann. Gut, Leute, soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute in dieser RTG und natürlich auch bei euren TBGs, die ihr gestartet habt, weil bei uns, die ist halt wirklich ein bisschen tricky. Müssen wir hier wirklich mal gucken. Ja, hier, unser Team gibt Gas. Leute, ey, hier nur 1/2 Stunde und dann hier so eine knappe Nummer, ey. Da kriegt er Augenkrebs. Da darf ich am besten gar nicht hingucken. Auf jeden Fall ein krasses Ding. Leute, ich bedanke mich vielmals, dass ihr mit am Start wart. Freue mich schon auf eure Kommentare, die zu beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß bei WrestleMania 35, wenn ihr die seht. Dann halt direkt morgen Abend am Sonntag. Also vom Sonntag zum Montag. Ich weiß. Und wünsche euch einfach eine schöne Zeit und wir hören uns dann Supercard-mäßig am Montag wieder. Und dann, ja, würde ich einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.